Ich experimentiere gerade. Viel Kohle drin. Ich brauche mal mehr Wasser. Ja, bei 15 Bar ist ein wenig zu viel. Ja, das stimmt. Den Hebel noch ganz nach vorne, dann hast du die meiste Kraft. Bei nach hinten und für mehr Geschwindigkeit ist nur für mehr Geschwindigkeit und weniger Dampfverbrauch. Ah, okay. Aber dafür weniger Kraft. Also, wo ich dir zugucke, ich glaube, ich bleibe bei der 4D6. Ja, ich glaube, das wird demnächst auch mein Fall sein. Wir haben eigentlich nur einen Haufen Waggons dran, ohne Fracht. Ohne irgendwas. Und die falsche Richtung. Okay. Bremsen wir hier einfach mal ab und beenden das Experiment. Das wird so nichts. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube auch die Bremskraft von den drei Waggons, die wir drin haben, ist nicht gut genug. Dann machen wir halt. Dann entfernen wir halt Waggons und tun so, als wäre das nie passiert. Aber ich laufe dafür mal bis nach da hinten. Entfernen die Waggons von hinten, ansonsten weiß ich nämlich, wo wir die Waggons das nächste Mal finden werden. Ich hoffe, ich habe sie alle erwischt und da rollt nicht gerade einer weg. Ich will schon nicht so schlimm sein. Ich glaube, du brauchst einen weiteren Zug. Die Lok alleine ist zu schwach. Ja. Aber ich weiß jetzt zumindest, also ich habe es zumindest mal ausprobiert. So. Dann werden wir jetzt noch das Abenteuer nachfüllen ausprobieren. Und suchen uns wieder eine Stelle mit RDR4. Oder wir kaufen uns die Lizenz mit G6 und ja, versuchen das dann da. Aber an und für sich finde ich es ganz cool, dass die. Dass Dampfloks existieren. Habe ich jetzt auch nicht die. Ich glaube, ich habe die Weiche jetzt sehr seltsam gestellt. Na egal. Wird schon klar. Und für sich alleine kommt das Ding gut auf Fahrt. Jetzt müsste sie eigentlich am wenigsten Rollwiderstand haben. So, wie ich das verstanden habe.
machst gerade mehr Schaden als du ganz alles andere. Also da jetzt, wo der Dampf rauskommt, ist eigentlich nicht normal. Okay, dachte ich mir schon. Deshalb, wie gesagt, fahre ich das Ding jetzt einfach reparieren und nachladen und so. Und dann gucken wir mal. Wir müssen hier das eine Gleis rein. Dings. Wo war ich hier? Da. Achso. War ich hier? Ja, da kommt wieder der Dampf raus, wenn man das erwartet. Ich habe immer noch keine Ahnung, warum. Vielleicht hätte es geholfen, wenn das Tutorial nicht vorzeitig beendet worden wäre. Hätte ich vielleicht was verstanden, aber... Vielleicht würde es auch einfach besser helfen, wenn ich mir die Dinge merken könnte, die mir das Tutorial sagt. Aber wenn es für eines, wenn ich für eines bekannt bin, dann ist es nicht fürs Bauen. Nein, fürs Merken. Ansonsten werde ich vielleicht einfach mal bei meinem Offstream-Spielstand mit einer Dampflok suchen und das Ganze dann da nochmal in Ruhe durchspielen. Vielleicht hilft es, wenn ich da ein bisschen Dampf auf den Kessel kriege. Ist da jetzt Wasser drin oder nicht? Ich kann es nicht erkennen. Vermute mal, dass Wasser drin ist. Wahrscheinlich wäre es auch günstiger gewesen, ich wäre direkt schon zum Karrieremanager gegangen, als jetzt noch wieder noch weiter runterzufahren. Davon ist eine andere Station, wie Repapier etc. Das habe ich mir schon gedacht. Aber trotzdem, einmal gemacht ist besser als nie. Und danach werde ich die doch wieder mal zu reparieren und rüberschieben. Also von daher. Aber geräuschkulissenmäßig finde ich das ganz gut gemacht. Wie auch bei den Airbags. Aber hey, du kannst dennoch stolz auf dich sein. Die Lok ist nicht explodiert. Bis jetzt. Komm, fahr doch ein Stückchen. Du musst dich jetzt schon aufgeben. Okay, so weit wollte ich eigentlich nicht, aber egal. Wir haben ja trotzdem irgendwo noch eine andere Reparaturstation. Ach ne, die eine Reparaturstation, da sind wir dran vorbei. Wir wollen hier drüben auf die hier als nächstes, als erstes oder als zweites. Ach, ich weiß es noch gar nicht. Muss ich da drunter fahren? Muss ich auf... Ach Gott.
Reicht das, wenn ich hier auf dem Gleis bin? Aber bitte hier raus, danke. Kein Fahrzeug bereit für Wasserführung, aber da müsste ich dann nach oben drüber sein. Okay, ich muss da tatsächlich, glaube ich. Das sind zwei Stationen. Ja, das sind zwei Stationen. Da muss ich dann ein Stück zurück. Befühlt ein Fahrzeug in der Nacht, hat er sich gedacht. Da ist da noch ein bisschen Druck auf dem Kessel. Nutze ihn. So, jetzt bin ich zumindest hier drauf. Gut. Kohle, falsch ausgerichtet. Oh. Was heißt hier jetzt falsch ausgerichtet? Wie soll ich denn noch ausrichten? Soll ich das Ding auf den Kopf stellen oder was? Sowas halt mit Wasser. Und danach mit der Reparatur. Zahle ich die Kohle halt so. Ein Stück war davor nicht viel. Ja, das ist natürlich auch eine Variante. Garantiert falsch ausgerichtet? Ja, weil ich ein Stück zu weit gefahren bin. Egal. Dann fahre ich jetzt einfach zur Generalreparation und zeige die Treibstoffkosten für Karrieremanager. So teuer kann das ja auch nicht sein. Das ist eigentlich die allgemeine. Station. Hier steht, hier sieht man wenigstens, wie weit man fahren muss. Das finde ich. Das ist wenigstens eine Sache, mit der ich was anfangen kann. Komm. Zweite brave Lok, gib mir doch noch die letzten zwei Bar. Zu weit. Ja, im Hellen wäre es wohl besser gewesen. Absolut. Im Hellen wäre es definitiv besser. So. Mechanischer Antriebsstrang, bisschen Räder, bisschen Öl und Sand. Gut, die 1200 für die Lok ist jetzt auch nicht das Schlimmste. Ja, ich lasse jetzt einfach stehen. Und gehe mal zum Karrieremanager, zahlst darüber und dann ist auch gut. Du hast aber auf jeden Fall irgendwas kaputt gemacht, weil da sollte kein Dampf rauskommen. Im Normalfall würde die auch schneller anfahren als jetzt. Ja, ich habe keine Ahnung, was ich kaputt gemacht habe, deswegen. Sag mal, weißt du, wie ich Leder herstelle? Ja, du brauchst dafür eine Schneiderwerkstatt, den Gerberbottich, dann brauchst du Rinde, Wasser und noch irgendeine Zutat, von der ich jetzt gerade nicht weiß, welche es war. Auf jeden Fall brauchst du die
der Steiner Werkstatt. So, Gebühren bezahlt. Lok kann nicht mal. Entschuldigung. Ja, immer noch 280.000, also von daher alles gut. Das war die fröhliche Dings in Richtung Dings. Ja, in Richtung Dampflokomotivierung. Ich reise mal dahin, weil da war wer auch noch nicht. Jupp, gerne. Ich habe auch ein Stück getrunken. Wie war das noch? Im Hellen wäre das nicht passiert. Wo ist denn hier der Eingang? Bürotische auf der Toilette. Ich möchte nicht wissen, wer dahin strafversetzt wird. Ja, doch, bis 520 kann man noch schlafen. Dann wird es nämlich wieder hell, dann kann man sich immer in Ruhe umgucken, sehen, was für Züge rumstehen, was für ihre Lokomotiven. Ich hätte bis 6:20 Uhr schlafen sollen. Da stehen auf jeden Fall schon mal ein paar Waggons rum, das ist fein. Zentralwald sind wir hier, oder? FRC ist Zentralwald, ja. Wir sind also zwischen B und C und im Norden müsste dementsprechend um den Kompass zu lesen, offensichtlich. Der Norden ist da. Ach ja, weil schematische Darstellung ist keine geografische. Ja, ich vergaß. Dann müsste hier aber trotzdem irgendwo der Teil mit den anderen Zügen sein. Okay, hier haben wir auf jeden Fall die Nachladestation. Ach, du bist der Güterumschlag. Das heißt, B1L ist hier. Dann haben wir hier drüben C. Jawohl. Und da hinten irgendwo dann das Abstellgleis. Eine DM3. Ja gut. Ich gucke jetzt noch mal, ob hier noch irgendwas Schönes zu fahren ist, wofür sich der Einsatz der DM3 lohnt. Ansonsten würde ich einfach zum nächsten Bahnhof springen und dann gucken wir mal, ob da dann wieder ein vernünftiger Lok rumsteht. Im Zweifel müssen wir mal zum Hafen springen, da steht in der Regel eigentlich immer was Gutes. So, was haben wir hier? 450 Tonnen, 400 Tonnen, rangieren und rangieren. Das könnte man tatsächlich mit der DM3 machen, aber das haben wir schon oft genug gemacht. Dann springen wir mal zum Hafen. Nicht mit abbrechen springen wir nicht. Mit bestätigen springen wir. Hier gibt es garantiert gute Loks.